Hello, how'd you do? I'm not broken, I'm just split in two. Hope you're fine, ain't got time to do everything. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Postfolge. Ja, ich habe jetzt Blümchen unter mir. Ja, 9 Uhr, 9.30 Uhr, 10 Uhr, irgendwann so um den Dreh, bekommt ihr noch das Video zu sehen, wo ich die kleine Maus ins Spiel hole. Ich habe jetzt mit Absicht noch keine Ausrüstung drauf, weil ich die euch dann gleich das erste Mal in dem, ja, Blümchen-Vorstellungsvideo zeigen möchte. Ich bin sehr gespannt, was uns heute erwartet. Eventuell neue Ponyfarben. Das Pony-Remake ist ja jetzt 4 Wochen her. Auf der anderen Seite kam letzte Woche, ja, neue, alte Urpferde. Also, es gab es ja schon mal, aber die Urpferde kamen eben wieder rein. Und jetzt ist eine Pony noch in der App. Von daher könnte es auch gut sein, dass diese Woche keine neuen Farben kommen und uns vielleicht das Event am Strand in Vorpinter erwartet, denn das ist ja auch immer noch offen. Schauen wir nachher einfach mal. Ich würde sagen, ich mache den Anfang mit dem ersten Brief und der kommt diese Woche von der Liv Westkite. Übrigens ist es wieder kleiner alles, weil auf einmal hat Star Stable mein Spiel eigenständig wieder auf 4K gestellt, von der Auflösung her, und ich kann sie nicht mehr verringern. Das ist alles ein bisschen doof und merkwürdig. Liv schreibt, hey Cuddy, Du musst es andersrum lesen, also von rechts nach links konnte es nicht schreiben. Ich finde es immer wieder faszinierend, was ihr euch für Sachen überlegt, um die Star Stable Zensur auszutricksen. Grandios. Ich liebe deine Videos, du bist die beste YouTuberin, die ich kenne. Bitte bleib immer so, wie du bist und hör, solange es dir Spaß macht, nie mit SSO und YouTube auf. Da gebe ich dir definitiv mein Wort drauf. Und jetzt noch ein paar Fragen. Was ist deine Lieblingspferderasse in SSO? Ich habe tatsächlich nicht wirklich eine Lieblingspferderasse. Es gibt zwar ein paar, die ich in Championaten bevorzuge, die könnte ich ja vielleicht mal nennen. Tatsächlich reite ich das alte Anfangsmodell mittlerweile wieder sehr, sehr gerne. Das Quarter bzw. Paint Horse, das Morgan, das Fjordpferd nach wie vor, das nordschwedische Kaltblut, das Connemara, den Isländer reite ich sehr, sehr gerne auch in Championaten. Jetzt hier das neue Pony-Modell finde ich auch richtig, richtig klasse. Und hatte ich das Morgan schon genannt? Ich bin mir gerade nicht sicher. Das sind so auf jeden Fall die ich wirklich extrem gerne reite in Championaten. Und ja, wo man dann so ein bisschen sagen könnte, ist vielleicht eine Lieblingsrasse. Es gibt zwar noch ganz viele andere, die mir sehr gut gefallen, die ich aber ein bisschen weniger gerne reite. Ich finde zum Beispiel den Lipizzaner mega hübsch, aber mich stört dieser extreme Kreisel-Popo, wenn man halt galoppiert. Und ich meine, man sieht das Pferd meistens von hinten und deswegen stört mich das einfach, so hübsch er auch ist. Ach ja, und den Lusitano auch noch. Den reite ich auch sehr gerne in Championaten und den finde ich auch unheimlich gut gelungen. Was ist die Rasse, die deiner Meinung nach noch in SSO fehlt? Ja, ich würde mich persönlich sehr über Trakehner freuen. Extrem über Marvaris, weil das auch nochmal was Besonderes wäre. Ich würde mich auch über Barock-Pintos freuen. Die wären auf jeden Fall auch sehr, sehr cool. Und ich würde mir auch wünschen, dass es ein Achal-Tekina Remake gibt. Weil der ist zwar schon im Spiel, aber halt mit dem alten Modell, was zum eigentlichen Achal-Tekina, wie er in echt aussieht, nicht wirklich passt. Von daher wäre das schön, wenn der noch ein Remake bekommen würde. Und generell irgendeine größere Gangpferderasse wäre auch noch sehr, sehr cool, dass wir ein weiteres Gangpferd haben. Nicht nur den Isländer, sondern eben auch noch eine große Rasse. Das wäre auch schön. So, Egidienberger zum Beispiel ist ja ein bisschen größer als ein Isländer. Man könnte aber auch auf, wenn man es noch größer haben möchte, auf den Paso Peruano zum Beispiel gehen. Welchen Ort findest du in SSO am coolsten? Das Dinotal ist am coolsten. Nein, tatsächlich mag ich das Dinotal wirklich extrem gerne und Epona. Ich würde sagen, das sind so meine Lieblingsgebiete. Jetzt noch ein paar Entweder-Oder-Fragen. Oh Gott, da bin ich meistens schlecht drin. Aprikose oder Pfirsich? Beides extrem lecker. Ich würde aber sagen Pfirsich, weil ein Pfirsich sich leichter essen lässt. Eine Aprikose ist halt... Oder bin ich jetzt gerade schon wieder falsch?
Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Also ich mag auf jeden Fall, ich mag das englische Wort für Pfirsich. Ich mag Peach sehr gerne. Und jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Nee, das ist dann doch Pfirsich. Es ist sehr, sehr ähnlich, ne? Der Pfirsich ist so ein bisschen... Ach ja, der Pfirsich ist so ein bisschen rötlich innen drin. Ähnlich wie eine Nektarine. Und eine Nektarine hat wiederum anderes Fleisch. Hm. Ich glaube, dann würde ich sagen eher die Aprikose. Also vom Wort her finde ich den Pfirsich irgendwie putziger. wie gesagt, ich mag auch das englische Wort. Ich mag Peach sehr, sehr gerne. Ich liebe den Duft. Aber vom Essen her würde ich dann, glaube ich, eher Aprikose sagen. Wobei mir das beides sehr gut schmeckt. Ich finde jetzt auch, es schmeckt nicht großartig unterschiedlich. Karotte oder Apfel? Apfel. Ich liebe Äpfel. Ich esse total gerne... Ich esse total gerne abends mal einen Apfel. Pony alt oder Welsh Pony? Das alte Pony. Tatsächlich ja. Obwohl das Welsh Pony ja den neuen Stil hat. Das hat aber diese Schwimmhautlappen. Am Übergang zwischen Bauch und Flanke. Ich finde es wunderschön, aber das stört mich doch ein bisschen. Es hat auch so ein bisschen diesen Kreiselpopo, so schön ich es auch finde. Aber ich liebe einfach die alten Ponys. Ich verbinde da auch ein bisschen was mit, weil mein erstes gekauftes Pferd war ja ein Pony. Snowflower. Das Schimmelpony. Und ich finde diese freche Mähne finde ich einfach so süß. Ich mag das alte Pony-Modell auch sehr, sehr gerne. Questen oder Leveln? Eher Questen. Ich habe zwar immer mal wieder so Tage, wo ich absolut durchziehe mit dem Leveln, meistens wenn eine neue Rasse rauskommt. Aber Leveln ist halt einfach abwechslungsreicher. Quest ist abwechslungsreicher. Champi oder Rennen? Champi. Aus dem Grund, man bekommt zwar keine Erfahrungspunkte fürs Pferd, das wäre auch cool. Obwohl, die reite ich eh nur mit Ausgelevelten. Aber ich mag es immer ganz gerne, mich mit anderen zu messen. Wenn ich halt faile, dann faile ich, aber ich mag immer so ein bisschen friedlichen Wettstreit, sage ich mal. AO oder SSO? Und das ist eine Sache, ich finde, da kann man sich nicht entscheiden, weil man die Spiele nicht miteinander vergleichen kann. Es geht zwar in beiden mehr oder weniger um Pferde sind die Hauptcharaktere, aber in SSO geht es eher ums Questen und in AO gibt es nicht wirklich Quests und da geht es eigentlich nur ums Rennenreiten. Von daher finde ich, kann man die nicht wirklich vergleichen. Könntest du vielleicht noch ein paar Freunde grüßen? Natürlich. Liebe Grüße an Dunja Winternight und Victoria Masterpet. Hoffe ich. Feyas. Was ist denn heute mit mir los? Ich habe permanent irgendwie das Gefühl, ich hätte einen Frosch im Hals. Kommt wahrscheinlich, weil ich schwimmen war. Weil war ich in einem geklorten Freibad. Ich war nicht mal in einem Naturfreibad. Also, liebe Grüße auch an Feya Strong Cake, an Sophia Sweetgren, an Anke Silverroad, an mich, yay! Dankeschön, liebe Grüße zurück, Liv. An alle Zuschauer, also fühlt euch ganz lieb gegrüßt, alle da draußen. Die Hundis wird Fabi bestimmt ausrichten. Ellie aus den Gold Hoofs, Aida, Mandy, Capri. Und könntest du in SSO mal ein paar Challenges machen oder eine ausdenken? Liebe Grüße, Liv, aka Ellie. Ich hatte tatsächlich schon mal überlegt, nun würde ich mir dann, wenn dann, aber gerne eine selber ausdenken wollen oder irgendwas mit euch gemeinsam machen, weil ich will eigentlich ungern was machen, was schon zig andere YouTuber vorher gemacht haben. Weil das finde ich immer so einfallslos und aufgewärmt und irgendwie dämlich. Deswegen würde ich das nicht wirklich machen wollen. Da muss ich mal ein bisschen schauen. Warte mal. Hey Mandy, liebe Grüße von der Liv Westkite. So. Damit wäre jetzt auch der Gruß an die Mandy überbracht. Ja, wie gesagt, liebe Grüße auch an dich zurück, Liv bzw. Ellie, aber hier ohne E. So, Gott, ich habe jetzt einen Brief durch und wir sind schon bei knapp 10 Minuten. Ich schwafel wieder so viel. Wir schaffen heute gar nicht so viel. Victoria Gladewright schreibt den nächsten Brief.
Hi, erstmal, wie geht es dir? Mir geht es soweit sehr, sehr gut. Bei dem Wetter kann es einem ja nur gut gehen. Ich liebe eure Videos sehr doll. Ich hoffe, der Brief kommt an und du liest es in einer Postfolge vor. Na klar. Wenn ein Brief ankommt, dann lese ich den immer vor. Es sei denn, ihr schreibt als Betreff, bitte nicht vorlesen. Dann beantworte ich den privat. Und ja, danke dir erstmal. Frage, ich bin schon seit Folge 1 in Star Stable bei euch dabei und das ist kein Scherz. Warum bin ich kein Mod? Es macht mich ein bisschen traurig, weil ich hier schon seit Anfang, weil ich schon seit Anfang an dabei bin. Es kommt bei den Mods nicht darauf an, wer Videos guckt. Es kommt darauf an, wer die Streams schaut, wer da quasi jeden Tag dabei ist, quasi auch jeden Stream dabei ist, mehr oder weniger. Wo Fabi sagt, okay, der Person vertraue ich das absolut an, dass sie das gut macht und das alles entsprechend macht. Wie gesagt, mit am wichtigsten ist es eben, wie aktiv man ist, wie aktiv die Person auch schon als Nicht-Mod im Chat mithilft und darauf kommt es im Endeffekt an. Du müsstest dich dann aber auch eher an Fabi wenden. Tatsächlich habe ich nicht eine einzige Person zum Mod gemacht. Ich habe zwar noch zwei, die ich gerne zum Mod auch machen würde, weil die regelmäßig dabei sind, aber klappt halt bislang leider noch nicht. Also in Mod-Fragen immer eher an Fabi richten, wenden, aber ich sag mal so, Fabi schreibt die Person, die er für geeignet hält, schreibt er an, wenn er einen Mod sucht. Weil ich ja eher weniger streame, momentan jetzt mehr wegen Teso. Deswegen ist das eigentlich immer eher Fabis Entscheidung. Grüße gehen raus an Regan Sweetfield, an die Summer Ladies Family. Family, jawohl. Und an mich, heiße Felina. Auch. Das ist aber ein außergewöhnlicher Name so in dieser Schreibweise. Klingt schön und sieht gut aus. Hab dich ganz doll lieb und ich werde für immer bei dem Kanal bleiben. Dankeschön, liebe Grüße, deine Vicky. Vielen, vielen lieben Dank dir für den Brief, Felina. Ich nenne dich jetzt einfach mal Felina. Ich hoffe, das ist okay. Ich finde den Namen voll schön. Der gefällt mir echt unheimlich gut. So, nächster Brief von der Claire Breezeport. Die Claire schreibt, hey Kadi, das ist mein zweiter Brief. Hier sind noch ein paar Fragen an dich. Welches Pferd würdest du dir in SSO noch wünschen? Okay, gut, das hatte ich jetzt eben schon beantwortet, deswegen überspringe ich jetzt die Frage mal. Wie lange spielst du schon SSO? Ich habe 3 Angezock-Folgen gemacht im Mai 2014, habe dann erstmal wieder aufgehört und aktiv spiele ich seit November 2014. Was ist dein Lieblingspferd in SSO? Gut, ein wirkliches Lieblingspferd habe ich nicht. Welche Rassen ich gerne mag, hatte ich auch eben quasi schon aufgezählt. Für mich hat jetzt Guardian Angel auf jeden Fall noch eine Special-Bedeutung. Die neuen Ponys sind mega fluffig und knuffig. Und ein Pferd, was noch nie bei mir den Stall verlassen hat und noch niemals auf der Insel stand, ist Northwind, mein Fuchs Isländer. Was ist dein Lieblingsgebiet in SSO? Das hatte ich auch eben schon beantwortet. Dinotal und Epona. Und sind die Goldhoofs schon voll? Wir haben zwar noch ein paar Plätze frei, aber da kommen nur die Leute der Reihe nach von der Warteliste drauf, die quasi sich in einem ersten Clubtreffen mit den Goldhoofs bekannt gemacht haben, wo die Goldhoofs sagen, jawohl, die Person passt zu uns. Und auf dieser Warteliste stehen noch irgendwas mit 100 Leuten, glaube ich. Deswegen ist sie momentan gesperrt, weil die Goldhoofs wahrscheinlich mehr als voll werden, wenn alle noch Interesse haben. Sollten noch Plätze frei werden oder frei sein zum Schluss, dann werde ich die Warteliste am Discord wieder öffnen. Und So, das war's schon. Liebe Grüße, Claire bzw. Finja. Finja finde ich auch so schön. Ihr habt so schöne Namen hier. Vielen lieben Dank dir für deinen zweiten Brief. So. Und mir fällt gerade auf, hatte ich jetzt die ganze Zeit keine Musik? Ich glaube, ich hatte jetzt die ganze Zeit keine Musik. Na super. So, wir haben hier noch 2 von der Jana Pineforce. Die machen wir noch.
Jana hat geschrieben, hi Kadi, freust du dich auch auf die neuen Ponys, weil ich mich mega und ich freue mich mega und ich möchte jetzt auch unbedingt Jurassic World spielen. Und ich hab dich ganz, ganz lieb. Liebe Grüße, Jana Pineforce. Die neuen Ponys sind ja jetzt schon da, aber ich habe mich auch sehr gefreut, als ich das gesehen habe, weil sie mir einfach unheimlich gut gefallen. Ich hatte die ganze Zeit Angst, so ein bisschen, dass sie die alten Ponys überarbeiten. Wie beim Startpferd, aber das hatte ja keinen Sinn gemacht, weil ein Pony hatte man ja nicht standardmäßig von Anfang an. Und ja, von daher, ich habe mich mega drauf gefreut, als ich das erste Bild gesehen habe. Und ich finde sie super, super süß geworden. Ganz, ganz knuffig. So, und jetzt kommt gleich noch der zweite Brief von der Jana. Zack. Und, oh, da sind nur Herzen. Vielen Dank dir für deinen Brief, Jana. Ja, ich würde jetzt noch das Bild einblenden. Oder zum Abschluss. Ich bin etwas verwirrt heute. Ich blende das ja jetzt immer zum Abschluss nochmal ein. Ich würde mich jetzt für heute von euch verabschieden, was die Postfolge angeht. Ich bin sehr gespannt, was uns dann nachher im Update erwartet. Sind es doch noch neue Farben oder ist es vielleicht wirklich die Strandquest oder vielleicht auch ganz was anderes? Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was reinkommt. Ich bin auch gespannt, wann das Update kommt. Auf jeden Fall kommt in einer halben Stunde noch Sims, danach in einer weiteren halben Stunde, also jetzt von euch an in einer Stunde gesehen, das letzte Star Stable Horses Video zu Blümchen und dann so irgendwann zwischen 9 und 10, so um den Dreh rum, kommt dann auch das Video, wo ich Blümchen ins Spiel reingeholt habe und euch das Outfit präsentiere, was ich für sie gewählt habe, die Gangarten, die Mähne und so weiter und so fort. Also dann danke für die Briefe, macht's gut und wir hören uns gleich noch. Tschüss!